Jetzt schauen wir uns aber mal an, was mit diesem sogenannten Comeback-Plan der Regierung gemeint sein könnte. Eine Sparte, die besonders stark unter der aktuellen Situation leidet, ist der Tourismus. Das Nächtigungsminus in der Wintersaison beträgt mehr als 90%. Und auch für die Sommersaison sind die Prognosen düster. Da hilft auch kein Blick durch die rosarote Brille. Die vergangene Wintersaison war für den Tourismus ein Totalausfall. Nur in einzelnen Bundesländern wie Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland konnte teilweise gerettet werden, was zu retten war. Mit Kurgästen und Geschäftsreisenden. Aber selbst da bleibt ein dickes Minus. Rosig ist auch der Blick in die Zukunft nicht. Selbst wenn die Öffnungszeichen ab Mitte Mai auf grün stehen, erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut rote Zahlen bei Nächtigungen und Einnahmen. Verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 werden die Einbußen knapp minus 50% betragen. Auch heuer hat der Städtetourismus die höchsten Verluste zu erwarten. Optimistischer dürfen ländliche Gebiete in den Sommer blicken. Wie im Vorjahr soll auch heuer der Inlandstourismus dafür sorgen, dass die Saison nicht komplett ins Wasser fällt.